So, JP, mein Lieber, erstmal vielen Dank vorneweg, dass du dir die Zeit nimmst, habe ich gerade schon gesagt. Ich würde gerne ein kurzes Interview mit dir führen. Wir haben die letzten Monate zusammengearbeitet und ich glaube, es ist recht interessant, wie du die letzten Wochen und Monate durchlebt hast. Und dementsprechend hätte ich gern so ein Feedback von deiner Person, deinen Erfahrungen und wie du das Ganze wahrgenommen hast. Stell dich bitte mal ganz kurz vor, wer bist du, wie alt bist du, was machst du? Gib uns gerne mal so ein paar Impulse. Also mein Name ist Jens-Peter Schulz. Ich bin Investor, Immobilien und Startups. Das war die zweite Frage. Wie alt bist du? Wie alt ich bin? Das bleibt Geheimnis, ne? Also Okay, kein Problem, kein 42 Problem. Jahre, ja. Ja. Und sag mir doch mal, wie bist du oder wie sind wir zueinander? Wie haben wir zueinander gefunden? Ja, du hast mich das ein oder andere Mal ja, dran erinnert, dass ich doch mal was tun sollte über LinkedIn, mein Lieblingskanal. Und so sind wir zusammengekommen. Wie standest du zu deiner eigenen körperlichen, vielleicht auch gesundheitlichen Situation, beziehungsweise warum hast du dich dazu breitschlagen lassen, ja, mit mir in den Austausch zu gehen und mit mir zusammenzuarbeiten? Naja, ich müsste dir jetzt ein Bild vor der Nasdaq zeigen, ne, wo ich so ein Selfie gemacht habe und wo ich nicht so richtig wusste, wo diese Hamsterbacken irgendwo hin sollen. Ich habe die dann versucht, unter meinem Sakko, was hier so rauswächst, so ein Wintersakko, ne, was man da so hat mit so einem Reißverschluss. Ich versuche das, also ich konnte mich einfach nicht mehr sehen. Und beim Friseur, das auch wenn das Licht von oben kommt, wurden das auch immer größere Hamsterbacken. Und deswegen, ja, irgendwann ist dann auch mal genug mit Kilos auf den Rippen. Und ja, dann hat mich dein Angebot überzeugt, deine Selbstsicherheit, dass wir da mal ganz schnell 10 Kilo verlieren. Und ja. Vielen Dank. Sag mir doch mal bitte, was so vielleicht auch deine ja, Ängste ist vielleicht übertrieben, aber was so vielleicht deine Sorgen waren, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, weil ich erinnere mich daran, dass du meintest, du hast aktuell den Fokus nicht und du hast auch noch viel weniger Zeit, weil du beruflich einfach viel zu tun hast. Naja, ich sag mal so, die Zeit ist ja das eine. Das andere ist ja, man muss ja gewisse Routinen haben. Und dann ist es natürlich schon mal eine Umstellung. Und dann ist es eben auch, wenn man jeden Tag Lunch essen geht, naja, gut, konnte ich auch alles nie wissen, was du da so machst, ne? Also klar, logisch. Ich dachte auch, die Weihnachtszeit ist vielleicht nicht die beste Zeit, aber abzunehmen. Da hat man uns ja auch dazu verständigt. Aber es war ja cool, dass ich in 12 Wochen 12 Kilo abgenommen habe und das über die Weihnachtszeit. Bewegung kann auch nie schaden. Natürlich haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Das mit der Bewegung ist halt bei einem 12- bis 16-Stunden-Tag so eine Sache. Aber das habe ich ja jetzt auf das Peloton, sage ich mal, verlegt in meiner Terminplanung. Aber ja, rundum zufrieden. Also, wie gesagt, das ist die Rechnung für die neue Kleidung, die schicke ich dir noch. Ne? Das war ja, ne? Aber der ist nicht von mir. Ne? Also, den habe ich irgendwie mal gehört bei einem deiner Leute. Ja. Aber da wirst du wohl nicht drum herum kommen. Ne? Sag mir mal, wie du die Zusammenarbeit mit uns empfandest, ganz allgemein. Ich meine, ja, gibt es da irgendetwas, was du kritisieren möchtest oder irgendetwas, was du vielleicht besonders positiv empfandest? Professionell, punktgenau, freundlich, zuvorkommend, vierundzwanzig/sieben, würde ich Ja, das mal danke. sagen. Ja, cool, richtig gut. Ich möchte nochmal so ein Thema mit aufgreifen, weil du bist eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass wenn man wenig Zeit hat, man trotzdem Strukturen für sich selber entdecken oder auch basteln kann und darf und auch Prioritäten vielleicht ein bisschen verschieben darf. Du hattest gerade schon das Peloton, sprich das Fahrrad, ja, benannt. Sag mir doch mal, du machst ja auch ziemlich viel Social Media Aktivitäten. Wie hast du das in der Vergangenheit gesteuert und wie steuerst du es aktuell, beziehungsweise wie steuerst du es mittlerweile, zeitlich gesehen?
Ja, also ich habe mir angewöhnt, jeden Tag aufs Fahrrad zu setzen, wenn ich in Dresden bin oder beziehungsweise zu Hause. Wenn ich unterwegs bin, fange ich jetzt langsam an, sage ich mal, wie Arnold Schwarzenegger mit ganz normalen Liegestützen und ja, so an dem Stuhl und so eine Sachen zu machen, ne? Ansonsten habe ich mir entschieden, wenn ich zu Hause bin, mache ich einfach eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde Rad und mache dort eben mein Zeitmanagement, sage ich mal, früh auf dem Rad. So, und das jeden Tag einfach, klar, sollte man auch wieder aussetzen und irgendwas, keine Ahnung, aber ich habe einfach für mich entschieden, dass ich keine Entscheidung mehr machen möchte, ob der Tag jetzt ist, wo ich das mache, sondern ich mache es halt einfach jeden Tag. Fertig. Hammer, ja. Das mit dem Trinken, das steht bei mir auch jeden Tag. Also ich bin natürlich nach dieser Dreiviertelstunde Rad habe ich auch schon mal 1,5 Liter, 2 Liter getrunken. Ja, beim Inder gibt es eben nur noch Gegrilltes und nicht mal die dicken Soßen. Ja, Suppen, ich bin ein totaler Suppenfan, aber Suppen sind halt auch ein bisschen schwierig. Und ansonsten, ja, hier so, ne, gibt es auch Hatten wir gerade schon. Ja, den einen oder anderen okay. Riegel, der da mal dazwischen Ja. kommt, wenn man mal eben nicht dazu kommt. Ja, ansonsten habe ich gestern im Borchardt mal ganz locker einfach mal zugeschlagen, habe aber eben gesagt, dass ich zu dem Spargel gerne die Soße extra hätte. Aber das war auch kein Problem, ne? Also da gab es gestern auch mal wieder so 3 Kartoffeln und Lammschnitzel, also war lecker, ne? Und Mit dem Alkohol habe ich sowieso kein Problem, ne? ja. Also nur ohne, nee, Ja. Scherz. Der war von Junke, glaube ich. Ja. Aber ja, gewisse Sachen, dass ich kein Frühstück mehr esse, ist es natürlich auch einfacher, in den Kalorien zu bleiben, ne, die man dann mal. Absolut. Also ich bin guter Dinge, dass die lange Reise, dass es auch so bleibt, ne? Also Wie ist es, JP, dadurch, dass wir uns noch nie, auch wenn du es mir schon fast sehr, sehr spontan, aber fast angeboten hast, wir haben uns noch nie live getroffen. Wie ist es dadurch, dass wir ja in ich war jetzt schon unterschiedlichen. öfter in Berlin, ne? Also Ja, aber immer sehr, sehr du hast. spontan und sehr, sehr. Also da muss ich schon sehr flexibel sein. Du weißt ja, wie das ist mit Kind Ja, und. Schatzi, also Aber das, ja, ne? wie würdest du das beschreiben? Weil viele Menschen meinen, sie müssten ihren Berater, Coach, Trainer, Supporter vor Ort haben. Wie siehst du das? Die Digitalisierung oder dieses ganze, die Form der Zusammenarbeit? Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist. Also das ist bestimmt, wenn man einen Personal Trainer hat für das Fitness, ist das bestimmt recht hilfreich. Aber wenn man einen Coach zum Abnehmen, da braucht man, hat man ganz andere Herausforderungen. Da muss man jemanden haben, der per WhatsApp eine Speisekarte mal kommentiert. Oder ich finde es auch gut, dass man für die Langperspektive sich mit anderen austauscht, wo auch jeder mal wieder eine Idee hat und also, dass ich irgendwann mal gerne Eiweißshakes trinke, hätte ich auch nie gedacht. Aber nee, vor Ort ist eigentlich, nee, Nicht notwendig. macht keinen Sinn, ne? Also ist Ja, für mich absolut. eigentlich so, klar, es ist mal schön, wenn man sich mal trifft irgendwann, wenn man sich kennt länger schon an der Mattscheibe. Und ich liebe persönliche Sachen, aber da wir ja nicht in den sportlichen Bereich hier reingehen, sondern in den Ernährungsbereich, muss man das nicht haben. Nee. Also. Cool. JP, ich will es nicht in die Länge ziehen. Ich will nur noch mal abschließend gehört haben, was machen diese 12 Kilo Roundabout, die du abgenommen hast, was machen die für einen Unterschied für dich persönlich, körperlich, mental, gesundheitlich? Gibt es da wirklich einen essentiellen Unterschied oder ist es nur die Zahl auf der Waage oder vielleicht die Kleidung? Naja, ich fühle mich schon fitter, muss man mal sagen. Das kann jetzt an dem Sport auch liegen und natürlich an der Ernährung. Meine Haut ist besser geworden. Ich fühle mich allgemein fitter, ne? Also ich schlafe ja nur 5 bis 6 Stunden und ja, anderes Leben, ne? Also das ist schon 10 Kilo nicht auf den Rippen zu haben, ne? Ich war ja 92 gewogen, jetzt wirklich halt 80. Kann sein, dass es noch ein paar, zwei, drei weniger wären, aber eigentlich wird ja dann nochmal gesagt, du siehst jetzt so schmal aus und so weiter. Ja, auch nice to have. Man muss es auch nie übertreiben, ne?
Aber ich würde gern halt so mein Wohlfühlgewicht zwischen 75 und 80 haben, dass ich im Urlaub eben auch mal ganz locker die Pasta essen kann und gewisse andere Kohlenhydrate. Und ja, nee, man fühlt sich, also das ist schon, ich glaube, man hat ein bisschen mehr, ja, also ich glaube, dass man es körperlich, mental einfach merkt, wenn man gesunde Sachen isst, weniger verarbeitete Lebensmittel. Ich glaube, dass das auch mit dem Körper irgendwas macht und dass Konservierungsstoffe, die so richtig gut sind und andere tolle Sachen, die man so in der Nahrungsmittelindustrie so zu sich nimmt, ist auch klar irgendwie. Und meine Blutwerte sind alle super, bis auf Vitamin D, aber das ist ja ein deutsches Problem. Ne? Also viele, ne? Das ist, Ja. also ich habe das auch mal checken lassen, was da so diese Veränderung mit dem Körper gemacht hat. Cholesterin habe ich mir jetzt nie angeguckt. Könnte ich aber mal meinen Arzt fragen, aber wahrscheinlich ist es auch besser geworden. Können wir auch gemeinsam drauf schauen, kein Problem. Aber Genau. du JP, ich danke dir, mehr wollte ich gar nicht. Nur, dass vielleicht andere Menschen auch nochmal so ein Gefühl bekommen, dass egal, ob man viel zu tun hat, ob man Stress hat, ob man XYZ hat, es ist trotzdem möglich, seine körperliche, gesundheitliche Situation zu verbessern und vielleicht auch bestimmte Verhaltensmuster zu verändern. Und wenn einer, der ja vielleicht nicht unbedingt der Sportlichste ist, ganz allgemein gesprochen, sagt, ich setze mich jetzt einfach mal aufs Rad, ich gehe jetzt einfach mal spazieren oder ich kombiniere vielleicht meine Arbeit mit einer sportlichen Aktivität, dann ist das doch schon, also viel besser geht es doch gar nicht. Ja? Und wenn man das dann auch noch ohne drüber nachzudenken, sprich wie eine Gewohnheit, Routine in seinem Alltag integriert, wie das tagtägliche Zähneputzen, umso besser. Ja, weil es hat keine Nachteile. Also, vielen Dank für deine Zeit, fürs Interview. Ich beende das Interview. Du bleibst noch kurz drinne, bitte. So.